Servus Leute, Obi mit einem neu kommentierten Video hier auf meinem Kanal. Und ich bin mal wieder nicht alleine, ich habe einen Freund bei mir und der nennt sich Baumi. Und ich würde sagen, der sagt jetzt mal euch Hallo. Ja, hallo Leute, ich bin's, der Baumi, beziehungsweise Lars. Ich freue mich, dass ich mal mit dem Obi ein Dual-Commentary machen kann oder darf. Ja, und wir haben auch drei Themen vorbereitet. Ja, kommen wir mal direkt gleich zum ersten Thema, ne? Jo. Die Vergangenheit 2011, YouTube. Ja, Ja. wie sah denn dein Kanal so, der Start bei dir aus? Ja, also ich bin jetzt auch knapp seit letztem Jahr, also ich bin 25.01.2011 angefangen mit YouTube. Am Anfang mit einem Freund, also mit einem guten Kollegen. Und jetzt so recht am Ende haben wir uns irgendwie zerstritten und jetzt führe ich den Account alleine. Aber am Anfang ging es halt schleppend los. So ein paar Abonnenten, so 30, 40, ging ganz gut. Und dann hatte ich auf einmal Kontakt, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie ich mit dem Killer Chris Kontakt aufgenommen. Und durch dem, dass ich da mit dem Kontakt hatte, hatte ich dann auch so einen, sozusagen einen Push. Also ich hatte bei ihm dann eine Montage hochgeladen und da habe ich dann auch nochmal rund, ich glaube, 70, 80 Abonnenten dazu bekommen. Ja, und kurzen habe ich hatte noch zwei Gameplays hochgeladen, wo er mit dem Kaboom gespielt hat und ich war dabei. Da waren dann noch so ein paar andere YouTuber dabei. Ja. Ja, und dadurch habe ich auch noch ein paar Push bekommen. Das habe ich auch gesehen mit Serbisch Flavor und all die. Ja, ja. Ja, dann kommen wir mal zu deinem jetzigen Stand. Was sagt denn momentan deine Abozahl? Ja, meine Abozahl ist jetzt gerade bei 329 knapp. Ja, ich glaube so 329. Ich bin relativ stolz drauf, aber im Moment bin ich relativ inaktiv. Halt wegen Schule und so. Ja, aber ich denke mal, kommt bald. Also, ich bin hab eine Planung. Also, mit einem Kollegen kommt noch ein Dual-Tetch raus. Die wird demnächst auch noch erscheinen. Also über MW3 und über MW2. Jo. Ja, dann kommen wir mal zu mir kurz. Ja, ich habe mein erstes Video habe ich am 1. September gemacht. Und ich muss sagen, dafür, dass ich erst seit September bei bin und jetzt schon 311 Abonnenten habe, ich muss sagen, ich bin echt stolz darauf, dass es so weit und so schnell relativ ging. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe auch viele Abonnenten dazu gekriegt, wo ich dieses Multi-Commentary gemacht habe. Mit wem war das nochmal? Mit Dirty Harry, Serbisch Flavor, Bernhard und noch ein paar anderen. Ja, okay. Und daraus wollte ich halt jetzt eine Serie starten. Wahrscheinlich wird der nächste Teil jetzt im Januar nochmal kommen. Bevor ich dann anfange mit Umschulung. Und wie dann aussieht bei mir mit Videos machen, weiß ich ja auch noch nicht, weil ich dort kein Internet habe. Oh. Beziehungsweise irgendwann ja Internet, erst wenn ich dort die richtige Umschulung habe. Ist ja bis jetzt bloß ein Vorbereitungslehrgang. Und dann mal sehen, wie dann weitergeht. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt momentan 311 Abonnenten und bin recht stolz drauf. Ja. Und ich muss auch sagen, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke. Und bevor wir das jetzt mal gleich am Rande hier vergessen, wünschen wir erstmal allen, die dieses Video sehen oder auch nicht sehen, ein gesundes neues Jahr. Genau, so sehe ich das auch. Nochmal ein frohes neues Jahr. An dich auch nochmal, Obi, ne? Ja, an dich auch natürlich. Ja, fangen wir mal gleich an. Ich würde sagen, Thema 1 wartet ja so einen großen Teil, unsere kurze Geschichte. Ja. Ja, Thema 2 würde ich sagen, ist, wie hast du denn Silvester verbracht? Ja, ich habe mit ein paar Kollegen gefeiert, nichts Großes, aber auch nicht, ja, also schon relativ chillig alles abgelaufen. Dann halt um 12 Uhr schön geknallt, aber immer ein bisschen verbrannt, wie immer, wie jedes Jahr. Mich immer am Daumen und so, aber naja, passiert. Und war relativ viel los und ja. Du wirst es kaum glauben, ich wollte dieses Jahr eigentlich mir nicht mal die Pfoten verbrennen. Hab deswegen extra nicht geknallt, hab mir extra nur so Batterien geholt, wo du eigentlich nicht mal Pfoten verbrennen kannst. Ja. So, Kompeline packt mir so ein Paket Wunderkerzen in die Pfoten und ich verbrenne mir an die Wunderkerze. Ich glaube es nicht. Ah. Wirklich, ja, das ist natürlich. Da waren bestimmt, krass, so, ne? Da waren bestimmt so 20, 30 Stück, die ich dann in der Hand hatte, die dann zusammen hoch hier angegangen sind. Ey, ich hab mir so einen Kotzen gekriegt. Ja, kann ich verstehen. Und das brennt dann, ja auch. Weil da verbrennst du die Pfoten schon, obwohl du extra was holst, an dem, was du dir an die Pfoten verbrennen willst. Mein Gott, ey, dachte ich. Jedes aber bei mir ist es jedes Jahr. Jetzt klingt nochmal Telefon, verdammt. Kann grad nicht. Weggedrückt. Zack, weiter. Egal. Passiert. Ja, auf jeden Fall. Silvester ist halt immer ganz schön lustig.
Das war das, glaube ich, mein erstes Mal, wo ich mit Kollegen gefeiert habe. Also letztes Jahr auch schon, weil da waren noch meine Eltern dabei. Da haben wir bei uns, glaube ich, gefeiert, bei mir zu Hause. Ah. Ja, war nicht ganz lustig. Also nächstes Jahr werde ich definitiv auch wieder mit Kollegen spielen. Ach, spielen, sage ich schon, feiern. Wenn es überhaupt noch so weit kommt, weil 2012 soll ja die Erde untergehen. Ja, die gute alte Erde. Ja, so sieht's aus. Ja. Ich glaube an so einen Müll alle nicht. Ich glaube wohl nicht an Gott oder sonst irgendwas. Ne, so sieht's bei mir auch Von aus. daher werde ich sagen, 2013, wir kommen. So sieht's aus. Ja, mit wem hast du denn gefeiert? Auch mit Freunden? Ja, Ja, ne? kann man so sagen. Eigentlich wollte ich mit meinem Dad feiern, aber mein Dad hatte was anderes vor. Beziehungsweise ich glaube, ich habe mit ihm ein bisschen zerstritten. Oh. Ist ja egal. Und ja, davon habe ich dann mit einer Kumpeline gefeiert. Und ja, halt standardgemäß, wie man halt macht. Hattet ihr auch wenigstens Kurz. Spaß und schön, ne? Und so gegen Einzel machst du dann die ganzen scheiß Standardanrufe, die du machen musst. Die dann so anrufen kannst, weil vor Einzel lohnt sich der nicht, weil er kein Wort verstehst. Weil ja Ja. alle noch knallen wie die Idioten. Auf jeden Fall, bei uns war das auch extrem. Ich wohne in so einer etwas kleineren Stadt. Und obwohl es für eine kleine Stadt war, es schon viel Radau und so, ging gut ab bei uns. Ja, ist halt, ist, Jo. ist, ich wohne auch in so einer kleinen Stadt und die knallen ja schon seit gefühlten 3 Jahren, wisst ihr? Ja, da würde ich sagen, dann haben wir dieses. Nee, erzähl, was wolltest du sagen? Ich wollte Ja. dich nicht unterbrechen. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich bei mir zu Hause gefeiert habe, aber ich habe mich jetzt vertan. Ich habe letztes Jahr in Holland gefeiert und in Holland, da geht es immer mega ab. Da kaufen die Böller, was weiß ich, für 400 Euro, sagen wir jetzt mal so, und die knallen die Scheiße weg. Da fehlen mir echt die Worte. Tja, kannst du mal sehen. Die Holländer, die Ja. können was. Jo. Und die sind auch richtig billig, die Böller da und so. Keine Ahnung, gab da noch keine Verbindung zu. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir dieses Thema auch abgehakt. Ja. Und kommen zu unserem letzten Thema. Was stellen wir uns vor, beziehungsweise was denken wir dieses Jahr zu tun? Ja, generell zu YouTube und unserem Real Life, ne? Genau. Ja, also ich fange jetzt mal an. Ich denke mal zu YouTube gucken. Ich denke mal, wenn nach meiner Dual Touch, dass ich da vielleicht meine 350 Abonnenten geknackt habe. Ja, wie das so läuft. Und eigentlich habe ich mir so nicht so große Vorsätze für YouTube gesetzt, aber werden wir sehen, lasse ich mich überraschen. Willst du noch was zu YouTube dann sagen? Ja, also mein Vorsatz ist eigentlich in YouTube, dass ich es schaffe, jeden Monat dieses Multi-Commentary, also Robi und Friends am Diskutieren, hochzuladen. Weil ich muss ja dann sehen, wie das dann im Frühjahr aussieht, wegen Vorbereitung zum Lehrer, Umschulung und dann direkte Umschulung, alles drum und dran. Und da muss man ja mal sehen, wie es mit der Zeit nun klappt. Ich hoffe, es klappt, dass ich dann halt dort so schnell wie möglich Internet habe. Ja. Und Ja. ja, aus diesem Grund würde ich sagen, ich hoffe, dass es so klappt, wie ich das denke, dass ich dann spätestens so maximal so einen halben Monat, maximal 2 Wochen Internet verzichten muss, sondern Internet kriege. Und wenn nicht, ja, dann sieht es erstmal schlecht aus mit Videos hochladen. Ja, aber dann kriegen deine Abonnenten ja nochmal Bescheid, wie das so weiterläuft und so, ne? Ja, genau. Ja. Ich hoffe, ich habe schon mit einem Kumpel geredet. Der wird dann vielleicht, wenn es klappt, meinen Kanal weiterführen, so lange. Ja, ist ja auch eine Option. Ja. Ich werde aber, wenn es genau ist, werde ich dazu nochmal ein Video machen. Ich denke mal, das wird so Ende Januar werden. Da werde ich dann alles nochmal genau erklären. Ja. Und ja, mein Real-Life-Ziel ist, dass ich diese Umschulung schaffe. Beziehungsweise, dass ich Ja. damit anfange, dann Internet kriege. Und dass endlich mal mein Leben so in Gang geht, wie ich es gerne hätte. Ja. Und mein YouTube-Ziel ist, ja, Ziel ist keine Grenze gesetzt. Kann ich immer wieder steigern. Ja, okay. Ja, bei mir sieht es aus, ich bin ja noch auf einer weiteren vielen Schule, dass ich mich da vernünftig, also gut konzentriere auf die Schule, vielleicht versuchen, alle Hauptfächer mal so ein bisschen besser abzuschneiden, dass mir alle drei oder besser werden. Ja. Sonst halte ich nicht so wirklich viele, ja, Sachen fürs Real Life. Ja, so ist das halt, ne? Ja, an dieser Stelle ist auch dieses Gameplay zu Ende. Ja. Es geht aus mit einem geschmeidigen 42 zu 1. Das ist mein bester Score, den ich bis jetzt überhaupt je hatte. Oh. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir einfach mal auf Wiedersehen. Und denke mal, wir skypen wieder öfters, wa?
Ja, können wir gerne machen. Und unseren, beziehungsweise meinen treuen Abonnenten sage ich, ihr könnt euch das Video gerne angucken, liken, kommentieren, wie auch immer, ihr wisst ja, was ihr zu machen habt. Und zum Thema Baumi, ich werde bestimmt irgendwo ein Video verlinken oder auf jeden Fall wird da unten in der Videobeschreibung sein. Ja, okay, danke. Und wenn er euch gefällt, könnt ihr ja, wenn ihr so gnädig seid, ein Abo dalassen. Ja, Also, wäre ganz ich. nett. Deswegen. Ja, ich würde sagen, du hast das letzte Wort. Ja, also ich freue mich, dass ich nochmal hier war und ja, ich wünsche euch auch, liebe Abonnenten, nochmal ein frohes neues Jahr und ja, kommt gut ins neue Jahr oder beziehungsweise seid im guten Jahr. Genau. Und Gut. viel Glück bei euren Vorsätzen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, nochmal auf Wiedersehen und Ja. ciao.